Wir stellen euch drei Eiscafés in der Innenstadt vor, damit ihr euren perfekten Sommertag genießen könnt. Das Eiscafé Roma liegt auf der Langen Herzogstraße und freut sich auf große und besonders auch auf die kleinen Gäste. Wir sind hier im Eiscafé Roma im Herzen der wunderschönen Stadt Wolfenbüttel. Dieses Eiscafé existiert schon in der dritten Generation, seit den 60er Jahren. Hier an diesem Standort seit 1979 ist ein Beruf, den ich von meinen Eltern und von meinen Großeltern abgeguckt habe, gelernt habe und darüber hinaus fließt es mir sogar im Blut. Ich bin also mit Eis groß geworden und es ist nicht nur ein Beruf für mich, es ist mein Leben und meine Leidenschaft. Ganz besonders Freude erlebe ich, neue Eiskreationen zu entwickeln, experimentieren, was kann ich besser machen. Das ist so das, was mir am meisten Spaß macht. Der Umgang mit den Gästen natürlich auch. Also ich bin wahnsinnig, wahnsinnig gerne unter Leute. Und noch mehr Freude bereitet es mir, meinen Gästen mit schönen Eisbechern, leckerem Eis den Tag zu versüßen. Wir sind das Eiscafé Martini auf der Langen Straße in Wolfenbüttel. Wir sind ein Familienunternehmen und gibt es mittlerweile schon seit 31 Jahren. Und das Besondere an unserem Eiscafé ist, dass wir das Eis selber herstellen. Das Eis wird jeden Morgen handwerklich gemacht. Und wir haben eine Vielfalt an Sorten. Es sind ungefähr 35 Sorten im Sommer. Von Schokolade, Erdbeer, Stracciatella, Vanille, die Klassiker, bis hin zu was Außergewöhnlicheres wie Mango, Wassermelone oder Tropical. Das sind so unsere Sommersorten und jeder Kunde findet hier, was das Herz so begehrt. Ebenfalls in der Fußgängerzone befindet sich seit über 60 Jahren das Café Klatsch, wo es leckeres Eis und Kuchen gibt. Wir machen unser Eis selber auf eine ganz besondere Art, die vielleicht für andere Eiscafés nicht besonders ist, weil wir haben eine Eismaschine, die jetzt über 70 Jahre alt ist. Und für uns ist das ein richtiges Handwerk noch, von früher ein richtiges Handwerk. Und genauso ist das mit unserem Eistresen, der ist auch 60 Jahre alt und erhält und erhält und erhält. Und wir sind sozusagen antik, kann man sagen, hier und eins der ältesten Cafés. Das Café hat viele Stammgäste. Unsere Kundschaft ist aus ganzer Welt und einige sind schon 40, 50 Jahre hier, unsere Kunden jeden Tag. Die Tradition des Café Klatsch soll noch viele Jahre weitergehen. Für unsere Stadt, für unser Café und alles macht uns Spaß, was wir hier machen.